Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, ihr Lieben, 2 Minuten Verspätung. Wir sind unterrüstlich und bitten, das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben eine freie Themennacht heute wieder. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft an oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Hanna. Und Hanna ist 29 Jahre alt. Guten Morgen, Hanna. Ja, hallo, Domian. Schön, dass du da bist. Jo, freue mich auch, mal durchgekommen zu sein. Über was wollen wir sprechen? Ja, und zwar geht es um meine Beziehung. Ja. Und ich habe jetzt seit knapp 6 Jahren einen Freund. Mhm. Und wie gesagt, ich habe aus der ersten Beziehung halt eine Tochter, die ist mittlerweile 8. Mhm. Und jetzt habe ich aus kürzerer Zeit, also aus der Beziehung jetzt mit meinem jetzigen Freund, habe ich eine Tochter, die ist 1,5. Mhm. Und wie gesagt, zwischen denen gibt's dann halt immer Konflikte. Also wie gesagt, die Große, die fühlt sich immer so ein bisschen vorgesetzt. Zurückgesetzt, so. Ja. Also mit der Kleinen unternimmt er halt was und tüttelt sie auch und ja, wie gesagt. Ja. Das ist das Problem zwischen den beiden Kindern? Nee, zwischen dem Vater. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Weil sie hat ja ihren eigenen Vater und das lässt er sie auch deutlich spüren, weil da geht sie alle 2 Wochen hin. Ja. Also sie hat Kontakt zu ihrem leiblichen Vater. Ja. Und wie gesagt, da geht sie alle 2 Wochen hin. Und wie gesagt, wenn es da irgendwelche Konflikte gibt oder so, dann heißt es halt, ist er für zuständig, so nach dem Motto. Sag dann dein Freund. Ja. Ja. Kann man es ganz plump ausdrücken, dass er die Kleine bevorzugt, weil es sein Kind ist? Und genau, die 8-Jährige? Denke ich mir so. Weil, wie gesagt, wie war das denn die Zeit, als die Kleine, also euer gemeinsames Kind, als das noch nicht da war? Auch so. Auch ein bisschen zwiegespalten. Ja. Das heißt, er war nie so, er hat sie nie so richtig akzeptiert als sein Mädel. Nein. Das nicht. Hm. Gesagt, er hat auch eine ziemlich strenge Erziehung, so wie ich das rausgehört habe, miterlebt. Und er hat auch viel in seinem Leben miterlebt. Also, dass ich das ein bisschen, also ja, ich bin gut, so ein Mensch, ich rede mir alles gut und schön. Mhm. Und ja, also gut, viele Leute haben eine strenge Erziehung und viele Leute haben eine üble Vergangenheit hinter sich und verhalten sich dennoch dann in der Gegenwart korrekt. Und zum Beispiel in diesem Fall behandeln 2 Kinder gleichwertig. Mhm. Hat das im Laufe der Jahre denn nicht schon zu Konflikten zwischen dir und deinem Freund geführt, wenn er eben dein Kind, was dein Kind ist, was du über alles liebst, wenn er das nicht so richtig gut behandelt? Oft, wir kriegen uns oft tierisch in der Wolle. Mhm. Ich meine, sie tanzt mir auch oft das auf der Nase rum, aber wie gesagt, dadurch, dass ich das jetzt mit der Kleinen sehe, ne, was ja sein leibliches Kind ist. Wo, da siehst du den Unterschied, wie er sein kann, wenn er will. Wie freundlich er zu dir ist. Oder auch nicht. Nicht sehr freundlich. Wie, zu der eigenen auch nicht? Ja, doch. Also wie gesagt, er kriegt seine Ruhe nicht. Weil wie gesagt, er ist Fernfahrer und ist selten zu Hause. Und wie gesagt, wenn er dann halt zu Hause ist, sehe ich ja auch zu, dass ich mit den Kindern dann halt schon rausgehe, dass er halt dann seine Ruhe kriegt. Also Moment, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Das heißt, er behandelt auch sein eigenes Kind nicht so dolle? Nee, nicht sehr dolle. Nee. Nicht sehr dolle. Aber wie gesagt, sie kriegt schon mehr Aufmerksamkeit wie die Große. Das ist wohl richtig. Ja, also ein bisschen besser als das Stiefkind, aber so ganz toll auch nicht. Nee. Ja, aber was ist da mit dem Typ los? Weiß ich nicht. Das sind 2 Kleine. Ja, das sind 2 Kinder. Ich meine, die eine ist 8 Jahre alt, ist ein Kind. Und ihr seid 6 Jahre zusammen. Da war die mal gerade erst 2. Das heißt, eigentlich muss die doch was ganz Enges gewachsen sein, müsste gewachsen sein in der Zeit. Und wenn es gut gelaufen wäre, dann hätte er sie angenommen wie sein eigenes Kind. So würde sich das gehören. Ja, wie gesagt, da ich ein Trennungskind schon habe und wie gesagt, ich ja eigentlich halt immer mir meine heile Familie gewünscht habe, deswegen habe ich auch heute Abend mich durchgerungen und dich angerufen. Ja, das heißt, du redest dir das oder färbst dir das irgendwie alles ein bisschen schön? Ja. Und ich finde, also ich sag dir ganz klar. Wie gesagt, ich hänge an der Beziehung, um dem Kind den Vater nicht zu nehmen. Ja schon, aber wenn das Kind einen seltsamen Vater hat oder einen wirklich nicht guten Vater, ist die Beziehung auch nichts wert. Also wenn ich das so höre im ersten Moment, bin ich da sehr gebremst. Und da schrillen bei mir so die Alarmglocken.
der behandelt dein Kind nicht ordentlich. Das finde ich schon schlimm. Der behandelt sein eigenes Kind nicht mal richtig. Aufmerksam, so wie sich das für einen Vater halt dann auch geziemt und gehört. Ja, ja. Vielleicht ist er Kinder geschädigt, war er schon halt vier hat. Also er war schon mal verheiratet. Ja, trotzdem, das ist keine Ausrede. Wie ist denn euer Verhältnis, ihr beide miteinander? Auch nicht so gut. Seit wann? Ja, also wie gesagt, vor der Geburt der Lütten, da hatten wir irgendwie schon Konflikt, weil dann ging das hier los mit Chat, weil er war dann auch arbeitslos und dann hat er nur noch vom Computer gehangen und hat sich hier halt im Chat festgehangen und dann hat er halt sich mal mit einer getroffen gehabt und die fing dann an, ihn E-Mail zu schreiben, hat sich dann halt auch irgendwie durch meine Handynummer irgendwie mir SMS geschickt, dass halt mir halt ein Typ geschrieben hätte und darauf reagiert er sehr eifersüchtig. Moment, hab ich auch nicht verstanden. Dir hat ein Typ geschrieben? Nein, das war sie. Sie? Mhm. Sie. Egal. Jedenfalls, das ist alles auch nicht so rosig mehr zwischen euch beiden. Liebst du den denn noch? Ich weiß es nicht, wie gesagt, ob es jetzt die Gewohnheit ist oder wie gesagt, die Angst ist, wieder ein Kind dem Vater zu nehmen oder da hängt eigentlich vieles mit zusammen. Also wie gesagt, an der Beziehung hänge ich unwahrscheinlich. Ja, aber wahrscheinlich auch nur an der Idee der Beziehung, nämlich die Idee, eine schöne Beziehung zu haben und die Sehnsucht danach, eine schöne Beziehung zu haben. Da muss man natürlich die Augen aufmachen für die Realität, denn unter Umständen schadest du deinen Kindern mehr, wenn du in einer kaputten Beziehung bleibst, als wenn du den Schritt unternimmst und dich trennst. Das ist natürlich ein sehr großer Schritt und der muss gut bedacht sein. Aber nur der Harmonie wegen in einer Beziehung zu bleiben, auch wenn es um die Kinder geht, ist nicht der richtige Weg. Wenn dann wenigstens Harmonie da wäre. Wenn dann wenigstens Harmonie da wäre. Du ersehnst sie dir nur so sehr. Ja. Ich würde dir dringend eine Beratung empfehlen. Dringend. Denn du scheinst ja ziemlich allein zu sein mit der Problematik. Wir machen mal Folgendes. Hanna, bitte leg du auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich jetzt an. Dann habt ihr beiden Zeit in Ruhe zu beraten und wie du auch weiter jetzt vorgehen sollst. Okay. Ich von dem, was du mir jetzt in den wenigen Minuten erzählt hast, tendiere wirklich dazu, diese Beziehung sehr, sehr scharf ins Auge zu nehmen und in Frage zu stellen. Das könnt ihr jetzt gleich weiter besprechen. Okay, ich danke dir. Alles Liebe, alles Gute, Hanna. Jo, tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, hier ist Domian, das Talkradio vom Westdeutschen Rundfunk, falls ihr gerade reingezappt seid im Radio oder im Fernsehen. Und wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt hier live anrufen und euch mit mir unterhalten über alles Mögliche und Unmögliche. 0800 220 5050 oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Hinweis auf morgen. Morgen ist Themennacht. In der Nacht von Donnerstag, Freitag immer Themennacht. Und das Thema heißt Geschichten aus der Dunkelheit. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Dinge, die ihr so mit Dunkelheit in Verbindung bringt. Was ist euch schon mal geschehen in der Dunkelheit? Was macht ihr gerne in der Dunkelheit? Welche schaurigen Sachen sind schon vorgefallen im Dunkeln, im Finstern? Geschichten aus der Dunkelheit, das ist unser Thema morgen. Und dazu könnt ihr euch natürlich heute auch schon anmelden unter domian@wdr.de. Hier ist Frederik. Frederik, 21, hallo. Hallo? Ja, guten Morgen. Hallo, ja, Frederik. Morgen. Ja, ist da Domian jetzt? Ja, ist er. Ah, super, Domian, dass ich dich das erste Mal erreicht kriege. Ja, du bist Frederik. Ja, ich bin der Frederik, genau. Ja. Um was geht's bei dir, Frederik? Ja, und zwar geht's bei mir um, wie soll ich sagen, um meine Freundin und halt, dass sie mich immer noch reizt, mit anderen Frauen zu flirten und gleichzeitig mit denen zu schlafen und die zu verführen, ne? Halt mal den Telefon nur richtig vor deinen Mund, das wird zu dumpf. Also, wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Ein Jahr. Und ja. Wie viel Mal bist du ihr fremdgegangen schon? Ich bin der fremdgegangen, ehrlich gesagt, schon zweimal. Und wie soll ich sagen, das dritte Mal kann schon am Freitag kommen. Und zwar treffe ich mich dann mit einer Lieblingsarbeitskollegin von mir, die ich sexuell sehr attraktiv finde. Ah. Ja. Mit einer Lieblingsarbeitskollegin. Die du sexuell sehr attraktiv findest. Richtig, und mit der habe ich mich verabredet für Freitag bis Sonntag, wollte ich bei ihr bleiben. Wie? So fett gleich verabredet für 3 Tage? Bei ihr bleiben auch?
Ja, klar. Also meine Freundin weiß davon und sie hat gesagt, ich habe ihr irgendeine Ausrede erzählt, dass ich halt auf der Schlafcouch schlafe und sie schläft halt in ihrem Bett, aber da war halt sie nur eine Schlafcouch. Moment mal, du bist in einer festen Beziehung seit einem Jahr und du verabredest dich von Freitag bis Sonntag mit einer fremden Frau und deine Freundin weiß auch nur davon und du erzählst ihr irgendwelche Geschichten, du stehst auf der Schlafcouch. Was ist denn da los bei euch? Ich weiß nicht, momentan läuft es auch sexuell nicht bei meiner Freundin und bei mir so rosig. Das habe ich erst gestern gemerkt, dann fing es an zu brennen bei ihr und alles Mögliche. Ich habe dann auch erstmal gesagt, mein Gott, da muss etwas irgendwie sein. Die Trauer von ihrer Mutter, die letztens gestorben ist und alles. Und wieder fing es an zu brennen bei ihr? Wie meinst du das? Ja, ich weiß nicht. Auf einmal fing es bei ihr sexuell im Bereich das Brennen an und alles. Da. Ach so, körperlich brannte es. Ja, genau. Also sie wollte nicht, weil sie unangenehm war, weil sie vielleicht irgendeine Entzündung hatte oder weiß ich was. Ja, Frage, klare Frage, wo ist dein Herz? Ist dein Herz bei dieser Freundin oder bist du dir nicht sicher mehr? Also, wie soll ich sagen, mein Herz ist klar bei meiner Freundin, weil ich kenne sie ja schon, wie gesagt, ein Jahr. Ja. Aber ehrlich gesagt, ist das der Reiz, verstehst du, Domian? Das ist der Reiz, mit anderen Frauen zu schlafen. So, das verstehe ich natürlich sehr gut und jeder versteht das. Nur denke ich, wenn man sich für einen Menschen entschieden hat, vor allen Dingen, wenn das auch noch so frisch ist wie bei euch, und du auch noch sagst, mein Herz ist bei meiner Freundin, dann drückt man den Reiz auch ein bisschen weg und lässt sich nicht reizen. Dann entscheidet man sich, dann gibt es die Möglichkeit, dass man sich gehen lässt und jedem Rock hinterher dackelt, jetzt mal grob gesprochen. Ja, klar. So. Oder man sagt, Moment, ich habe eine Frau, wenn das vielleicht im Moment auch nicht so klappt mit der im Bett, weil die irgendwas hat, kann ja sein, kann ja passieren, aber ich konzentriere mich auf meine Freundin. Ja, sicher. Ist doch wohl ein klarer Fall. Ja, klar ist doch ein klarer Fall. Nur, verstehst du, Domian, ich guck die Lieblingskollegin aus der Hauswirtschaft immer an und ich treffe mich jeden Tag in der Kaffeepause mit ihr und heute... Du hast eine Freundin und wenn das noch so eine sexuell attraktive Frau ist, lässt du deine Finger von der? Ja, das geht aber gar nicht. Das ist halt der Drang. Das geht ganz einfach, indem du ja gar nicht am Wochenende hinfährst. Da hast du überhaupt gar nichts verloren am Wochenende. Nee, ich habe am Wochenende sowieso gar nichts zu tun, als nur, normalerweise denken die Frauen, wir denken ja nur mit dem, du weißt schon, ne, mit den Unterteilen. Mhm. Aber ich bin halt so einer, der immer auf die Frauen drauf guckt, die immer auf den Hintern guckt, weil der Hintern ist bei mir Blickfang Nummer eins, auch im sexuellen geht. Verstehe. Ja, verstehe. Okay, aber das ist ja jetzt auch wurscht, wo du hinguckst. Du sollst überhaupt nicht hingucken. Du kannst hingucken und dir deinen Teil denken, aber du bleibst bei deiner Freundin. Warum fährst du da jetzt am Wochenende hin, Frage? Ich weiß nicht, das ist der Drang, irgendwie die Frau heiß zu machen. Ja, aber dann musst du für dich eine Entscheidung fällen, was du willst. Wenn du auf freier Wildbahn jagen willst, ist gar nichts gegen einzuwenden, dann musst du deine Beziehung aufkündigen. Aber solange du die Beziehung hast und du sagst, mein Herz ist bei meiner Freundin, gibt es doch gar nichts zu diskutieren, Mensch. Ja, aber... Treib es auf die Spitze und deine Freundin jagt dich raus. So, und dann? Ja, dann stehst du da. Ja. So, und hast du mir gerade eine Andeutung gemacht, da ist die Mutter deiner Freundin ist gestorben? Ja. Wann? Die ist genau letzten Samstag gestorben an ihrer schweren Krankheit. So, hör mal. Und jetzt machst du so eine Scheiße, da hast du nirgendwo anders zu sein, als bei deiner Freundin und ihr beizustehen und bei ihr zu sein. Und wenn die im Moment keinen Bock auf Sex hat, weil ihre Mama gestorben ist und sie traurig ist und alles andere im Kopf hat als sowas, ist das wohl auch zu verstehen. Stimmt allerdings, ja. Also das ist ja nun das Schlimmste, mit was einem passieren kann, wenn die Mutter gestorben ist. Ja. Dann musst du bei deiner Freundin sein und ihr zur Seite stehen, Mensch. Ja, aber ich, wie soll ich sagen, ich habe ja auch das Angebot gemacht, dass sie vielleicht von diesem Freitag bis Samstag bei mir schlafen möchte. Hm. Da hat sie erstmal gesagt, ja, ist okay und so weiter, weil ich jetzt 4 Wochen lang gearbeitet habe, dann ist alles okay. Und ja, jetzt auf einmal blockt sie ab und hat gesagt, nee, ich fahre zu meiner Tante, weil ich muss mich da ein bisschen ablenken, weil ihre Mutter heute beerdigt wird, am Donnerstag nicht. Hm. Ja, das weiß ich jetzt nicht, was in deiner Freundin vorgeht und was da los ist. Aber ich weiß, dass das nicht richtig ist, was du da vorhast jetzt. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Du musst einfach eine Entscheidung für dich fällen, will ich bei der Frau bleiben und will ich der Beziehung eine Chance geben? Ich will dir ja auch eine Chance geben, So, dann gibt es kein Aber mehr. Dann lässt du die Finger einfach von den anderen Frauen. Da kannst du gucken, das ist okay, aber auch nicht mehr.
So, und wenn du merkst, dass nach ein paar Monaten das irgendwie immer noch nicht richtig läuft mit deiner Freundin oder du nicht zufrieden bist oder so, dann müsst ihr beide ein Gespräch führen und dann musst du herauskriegen, woran das liegt und dich gegebenenfalls trennen, aber nicht in der jetzigen Situation. Okay. Frederik, in diesem Sinne, alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Das war Frederik. Und hier ist Christian. Und Christian ist 25. Hallo Christian. Hallo Domian. Hallo, guten Morgen. Was ist dein Thema? Ich hatte gestern schon mal angerufen. Mhm. Und zwar hatte ich noch immer das Problem mit meinem Penis. Ach, das war die schlechte Leitung gestern. Das war die schlechte Leitung gestern. Ja, das haben die Kollegen mir erzählt, dass die irgendwie die Leitung nicht verbessert bekamen. Jetzt kann ich dich sehr gut hören. Das finde ich super. Mhm. Also, was ich verstanden habe gestern war noch, dass du gesagt hast, dass du darunter leidest, dass dein Penis zu klein ist. Richtig. Und zwar habe ich das seit Geburt an, sage ich mal, schon als Baby wurde ich da operiert. Am Penis operiert? Bitte? Am Penis operiert. Am Penis operiert, genau. Was genau, warum? Was mir bekannt war, dass es eine Harnröhrenverengung sein sollte. Mhm. Anscheinend ist da damals zu der Zeit was schiefgelaufen. Bei der OP? Bei der OP, genau. Und seither ist er halt extrem kurz, sag ich mal. Was heißt das in Zentimetern? Bitte? Was bedeutet das in Zentimetern? Wie in Zentimetern? Ich hab's nicht gemessen. Also ich sag mal, im erregierten Zustand 5 Zentimeter. 5 Zentimeter? Höchstens. 5 Zentimeter ist ein... Siehst du mich im Fernsehen? Siehst du mich? Siehst du mich? Ja. Nee, ich sehe dich nicht. Nee. Achso, ja, ich wollte es gerade sagen. Also ein halber Kugelschreiber. Das sind 5 Zentimeter. Halber Kugelschreiber, so ungefähr. Ja, könnte hinkommen. Mhm. Das heißt, man hat irgendwas falsch operiert, als du Kind warst. Und dadurch ist das, also so hat man es dir erklärt. So hat man es mir erklärt, genau. Mhm. Funktioniert denn alles? Das heißt, kannst du normal... Es funktioniert alles. Also ich kriege eine Erektion, ich kann mit Frauen schlafen. Mhm. Du hast auch einen Orgasmus? Ich habe auch einen Orgasmus, ja. Du kannst auch ganz normal zur Toilette gehen, dass das ist alles richtig, das funktioniert. Richtig. Mhm. Es wurde halt wie soll ich es ausdrücken, keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll, eine andere Röhre gelegt irgendwie, oder wie man sich das vorstellen kann. Mhm. Und ich habe halt auch wenn man das so sagen kann, beschnitten bin ich auch dann. Beschnitten, weil ich keine Vorhaut mehr. Vorhaut habe. Mhm, ja. Es schaut auch nicht sehr, sehr attraktiv aus, sag ich mal. Ja. Also, ist der Penis zudem, dass er so kurz ist, auch noch sehr dünn? Also vom Umfang her? Dünn nicht. Er ist, sag ich mal, für einen Penis relativ, dick. Möchte ich jetzt nicht sagen, aber... Also normal. Normal, sage ich jetzt mal, ja. Ja. Du bist 25 Jahre alt. Davon gehe ich gehe da mal davon aus. Du hast es gerade angedeutet, dass du schon Sex und sexuellen Kontakt mit Frauen hattest. Hatte ich, ja. Wie reagieren die Frauen auf diesen extrem kleinen Penis? Also ich kann nur davon ausgehen, von der Reaktion her, dass sie schon ein bisschen... irritiert sind, weil man ja mit sowas jetzt nicht unbedingt rechnet. Sagen die dann was? Oder schrecken die zurück? Oder bemerkst du das, dass die irgendwie sagen, so klein? Oder ja, sie fragen schon danach, warum das denn so ist. Und ich suche das dann auch so zu erklären, dass sie das auch verstehen können. Weil ich die fragen sogar, warum? Weil in der Regel muss man das ja gar nicht fragen, warum. Es kann ja, eigentlich könnte das ja von Natur aus auch so sein. Es gibt ja Männer, die nun mal sehr... sehr klein bestückt. Ja, aber das schaut jetzt auch nicht natürlich aus. Achso, durch die Operation. Also, man sieht ja schon, durch die Operation, genau. Also das schaut auch nicht so aus, als wenn das natürlich wäre. Achso, kann ich mir das so vorstellen, dass es auch ein bisschen, dass da Narben drauf sind, dass es ein bisschen krumm ist oder wie? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also auf jeden Fall fällt es optisch auf, dass da irgendwas nicht stimmt. Optisch auf, ja. Mhm, ja. Also ja. Es war schon während der Schulzeit ein Problem und ich habe dann auch ein Problem, auf Frauen zuzugehen, weil ich nicht, weil ich die Reaktion einfach scheue, wie sie reagieren können. Na? Könnte, deswegen, eventuell. Aber du hast bisher noch nicht eine ganz schlimme, krasse Erfahrung gemacht, also dass eine Frau... Ganz schlimme, krasse Erfahrung hatte ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich hatte jetzt immer neben zwei feste Beziehungen. Wie lange haben die gedauert jeweils?
Die eine hat relativ lang gedauert. Die war ja so 2 Jahre. Ach so. Die hat das aber auch irgendwie verstanden. Mhm. Ja. War denn eure Sexualität, hast du den Eindruck, dass eure Sexualität trotz des kleinen Penis gut war und auch für sie befriedigend war, für die Frau? Für mich ja, für sie anscheinend auch. Aber ich bin mir nicht sicher, weil ich mir das nicht vorstellen kann, weil er halt so extrem kurz ist und so extrem klein ist, ob sie dann danach wirklich was gespürt hat davon. Das kann ich nicht beurteilen. Und so offen habt ihr nicht geredet, dass sie da was drüber, dass sie was gesagt hat. Sie hat gesagt, es war schön, vielleicht um dir nett gegenüberzustehen, aber du bist ja nicht so ganz sicher. Ja, genau, also bin mir nicht ganz sicher. Man kann viel erzählen und natürlich, ja, ja. Waren das auch die einzigen beiden Frauen, mit denen du bisher geschlafen hast? Diese beiden Beziehungen, ja. Weil du vorsichtig bist und scheu bist. Genau. So äußerlich, wenn man dich sieht, würde man das gar nicht vermuten? Ein bisschen normal groß gebauter junger Mann, oder wie? Ja, also vom Außen kann man das jetzt nicht beurteilen, also das würde man jetzt von außen nicht sehen. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel enge Sachen anhätte, zum Beispiel eine Hose oder was. Ja, oder Badehose oder so. Mhm. Oder Badehose, dann würdest du das schon sehen. Bist du denn, du sagst gerade als Schüler, bist du denn so von Jungs als Kind auch gehänselt worden? Ja, ja, das wollte ich vorhin anmerken, das ging ja auch schon, die Probleme gingen ja auch in der Schulzeit schon los, dass das halt aufgefallen ist. Mhm, ja. Klar, wenn er irrigiert nur 5 Zentimeter ist, ist er unirrigiert ja kaum zu sehen wahrscheinlich. Kaum zu sehen, genau. Der zieht sich dann zusammen. Da hat jetzt auch keine Stabilität in dem Sinn, in der Form. Mhm. Ja. Also Christian, das ist ein Problem, was nicht zu lösen ist. Das ist ein Problem, was man auch wirklich chirurgisch oder so, da kann man noch nichts machen. Das ist eine Sache, die müssen Männer, denen das Schicksal so zugespielt hat, sagen wir mal so, die müssen sich damit abfinden. Ich glaube, das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du damit offensiv umgehst. Dass du bloß nicht verkrampft bist und ängstlich bist. Das ist leicht gesagt, ich weiß. Das ist leicht gesagt. Aber es gibt überhaupt keine Möglichkeiten, jetzt da irgendwas Tolles kunstchirurgisch zu machen. Gar nichts, gibt's nicht. Nichts Seriöses. Es gibt, immer wieder hört man das und liest was, soweit ich das von ganz vielen urologischen, wirklich hochkompetenten Leuten erfahren habe, sagen alle, Finger davon lassen. Damit muss man sich abfinden. Das ist so. Ja, damit muss man sich abfinden. Vielleicht ist es irgendwie wie geschickt, wenn du dich verliebst in eine Frau und bevor es zum ersten Sex kommt, dass du es ansprichst. Weil dann ist die Angst, die Verkrampfung weg. Wenn du wartest bis zu dem Moment, wo du dann die Hose ausziehst, ist es natürlich extrem verspannt. Wäre ich extrem verspannt, wenn ich in der Situation wäre. Wenn man das bin ich ja auch. Also ich sagen wir so, ich gehe natürlich mit Frauen, ich versuche natürlich mit Frauen schon umzugehen, wie ich das normalerweise auch mache. Mhm. Aber wenn es dann dazu kommt, dass es vielleicht intensiver werden könnte, dann steige ich von vornherein schon zurück. Also, siehst du, das solltest du eigentlich nicht machen. Geh's doch einfach offensiver an. Das ist härter, das ist mir völlig klar. Da hast du einfach ein härteres Schicksal als ein härteres Los. Geh es einfach offensiver an und lass dich drauf ein. Selbst auf die Gefahr hin, dass eine Frau zurückschreckt und sagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Aber nur indem du dich drauf einlässt, hast du auch die Chance, auf Frauen zu treffen. Ich meine, du hast es ja schon zweimal geschafft, die damit umgehen können. Ich weiß es auch nicht, ob das für eine Frau wirklich befriedigend ist mit so einem ganz kleinen Penis. Aber es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, wie du eine Frau befriedigen kannst, als denn nur mit deinem Penis. Sicherlich. Ja? So. Und dazu wiederum muss man aber sehr entspannt und sehr frei sein. Und das bist du nur, wenn du das richtig vorher thematisiert hast. Dass du dir selbst quasi den Wind aus den Segeln nimmst, deine Angst den Wind aus den Segeln nimmst. Es ist der einzige Rat in der Situation. Das, was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass du aus Angst vor den Reaktionen der Frauen dich gar nicht an Frauen herantraust. Da bist du verratzt. Ja, das ist halt das Problem, was ich im Moment habe. Ja, im Moment bin ich halt unzufrieden mit der ganzen Situation. Ich warte jetzt schon seit 2 Jahren auf irgendeine Frau, sage ich mal. Ich habe seit 2 Jahren
keine Beziehung geführt, habe seit 2 Jahren irgendwas Ähnliches in Richtung von der Sexualität gehabt. Mhm. Mhm. Und das ist für einen Mann in dem Alter? Mittlerem Alter, guten Alter, ja. Mit 25 schon ja. Nicht sehr berauschend, sag ich mal. Wie gesagt, Christian, ich kann dir nur einen Rat geben, geh aus deiner Isolation raus und nimm das Risiko in Kauf, dass du blöde Sprüche von Frauen hörst. In der Hoffnung sage ich das, dass du auch Frauen stößt, die sagen, okay, kann ich mit umgehen, kann ich mit leben. Hm. Wenn der Typ sonst gut ist und wenn das ein guter Liebhaber, wenn der Typ gut im Bett ist, kommt es nicht ausschließlich auf die Chancengröße an. Hm. Mehr kann ich ja leider nicht sagen. Hm. Außer, dass du wirklich initiativ werden sollst. Denn durch Warten passiert gar nichts. Das ist klar. Ich glaube, durch Warten wird die Angst auch immer größer. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr verkapselt man sich in der Angst und umso schwieriger wird es, die dann wieder zu überwinden hinterher. Nein, das ist klar, ja. Und ich meine, merk's ja im Allgemeinen, es fehlt einfach irgendwas und die schlechte Laune, die schlägt sich natürlich dann auch im Umfeld aus. Ja, das ist natürlich klar. Ja, ist klar. Christian, ran an die Frau. Ja, ich hoffe mal, dass jemand zugehört hat. Der mit mir leiden kann und der, oder nicht mit mir leiden kann, sondern der vielleicht damit kein Problem hat. Ja, na gucken wir mal, was sich so ergibt. Lieber Christian, alles Liebe, alles Gute und toi toi toi. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Hier jetzt, ich sitze hier leibhaftig live in Köln im Studio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Und wenn ihr gerne reden wollt hier in der tiefen Nacht, dann macht das oder meldet mir unter domian@wdr.de. Hier ist Ute und Ute ist 62 Jahre alt. Hallo Ute. Hallo Domian. Hallo Ute, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Deswegen hast du angerufen. Domian, ich glaube ein paar Tage vor Ostern, da war eine Domina am Telefon und die hat aufgehört, weil sie nicht mehr mit dem Freund oder mit der Sache nicht mehr zurechtkam, weil sie einen Freund hat. Ja. Hat dann gesagt, dass sie viel verdient und so weiter. Ja. Und ich bin in Geldnöten, ich brauche viel Geld. Bitte? Ich brauche viel Geld. Du brauchst viel Geld? Ja, ich müsste das jetzt ausprobieren. Und zwar brauche ich Geld für Afrika-Hilfe. Mhm. Und jetzt habe ich gedacht, ich versuche mal. Da heißt die Frau hat gesagt, man müsste eine das wird geprüft von einer Madame Monique. Und deshalb wollte ich wissen, wo die Madame Monique ist. Wo die Madame Monique ist, weiß ich auch nicht. Aber Moment mal, du bist 62 Jahre alt. Ja. Du überlegst allen Ernstes, jetzt als Domina zu arbeiten, ja, um damit Geld zu bekommen für Hilfsprojekte in Afrika? Ja. Was sind das für Hilfsprojekte? Ach, zum Beispiel mit unserer Paarin mache ich jetzt mit der, Schuhkarton, Weihnachten im Schuhkarton. Das ist zum Beispiel ein Hilfsprojekt. Mhm. Also Schulzeug, was man für die Schule braucht im Schuhkarton. Ja. Nach Afrika geschickt. Das ist dann, ein Schuhkarton wird schön mit Weihnachtspapier eingebunden. Verstehe. Sehr schöne Sache, sehr löbliche Sache. Hast du, in der Richtung. Hast du mit deiner Pfarrerin auch darüber gesprochen, dass du Domina werden willst? Nee, das habe ich ja noch nicht gesagt. So. Das werde ich ja hinterher sagen. Ich glaube, dass dann die Fahrerin... Wenn ich das mache, dann sage ich das. Ich glaube, dass die Fahrerin in einen Konflikt kommt. Ach, das ist, dann sage ich es ihr nicht, ist egal. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Ich bin ja jetzt auch gerade in einem Konflikt. Wieso? Ja, weil ich nicht weiß, ob das der richtige Weg ist. Wenn du überhaupt nicht in deinem Leben bisher diesbezüglich eine Ambition gehabt hast, als Domina zu agieren, ja, zu arbeiten, mhm, weiß ich nicht, ob man das einfach so lernen kann. Das weiß ich auch nicht. Dann weiß ich aber auch nicht, was das mit dir anstellt. Du bist eine erwachsene, erfahrene Frau von 62 Jahren, okay. Aber ich weiß nicht, was das wiederum mit dir anstellt, wenn du dieses tätest, ob du dir da nicht vielleicht auch irgendwie Schaden zufügen würdest. Und dann, das darf ja nun auch nicht passieren. Ja, und wieso kann ich mir da Schaden zufügen? Wenn ich mir, ob du das seelisch verkraftest. Ich weiß nicht, ob ich es machen kann. Ja. Die Idee war, diese Leute, die das brauchen, denen würde ich helfen. Andererseits würde ich den Kindern in Afrika helfen. Mhm. Also wie gesagt, es ist fast schon rührend. Ich weiß nicht, ob es kann. Ich bin nämlich überhaupt nicht für Schläge und überhaupt für solche... Bist du verheiratet? Ich bin Witwe. Du bist Witwe. Mhm. Ja.
Wie würdest du deine Sexualität, die du in deinem Leben bisher gelebt hast, so bezeichnen? Sehr gut. Sehr gut, und aber normal so? Ja, ja, sowieso. Normalen Rahmen. Ganz alles. Normal, ja. Mhm. War gute Sexualität mit meinem Mann. War wirklich wunderbar. Mhm. Also, da bin ich jetzt wirklich, ich weiß überhaupt nicht, ob man in dem Alter, ob da noch ein Markt ist. Das weiß ich nicht, ob du da unterkommen konntest überhaupt, wenn du das könntest und wolltest. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Dann bin ich wirklich äußerst skeptisch, ob man das kann, wenn man das noch nie in seinem Leben gemacht hat und damit 62 anfängt. Also, ja, will man dich überhaupt noch in dem Alter, ne? Frage ich. Ja, jetzt habe ich auch schon gar nicht gesagt, was vorhin bei deinem Kultfilmer, bei dem jungen Mann, der am Telefon war. Ja. Er soll, wie ich mich anhöre, wie alt. Ja. Ich schon öfter mir angehört, schon öfter hat man mir gesagt, ich höre mich eigentlich an wie meine Tochter mit 40. Und der hat dann auch gesagt, Ende 30. Mhm. Mhm. Weil ich schon an Telefonsex überhaupt gedacht habe, dass ich das mache. Ach, an Telefonsex? Das ist mit Domina noch gar nicht, die Idee noch gar nicht da gewesen für mich. Nur weil die Frau sagte, sie hat so viel Geld verdient. Deshalb habe ich gedacht, ja, das wäre an sich, wenn es schnelleres Geld dann und. Also dein Anliegen, ich meine, das ist ja schon sehr skurril. Das habe ich, ja, in der Tat, das habe ich so auch noch nie gehört. Dein Anliegen ist, du willst das gesamte Geld, was du eventuell als Domina einbringst, willst du spenden für eure Projekte in Afrika. Ja, ja. Es ist ja schon abgefahren. Das finde ich erstmal schon abgefahren. Muss ich so sagen. Ich würde ja wirklich gerne mit deiner Fahrerin sprechen, wie die darüber denkt. Die Fahrerin, die geht dich hier überhaupt nichts an. Nein, die geht das nicht an. Nein, natürlich. Wenn ich da spende, das geht ja auch niemand was an. Ja, du hast völlig recht. Ja, du hast völlig recht. Ich hätte bin ich auch sonst nicht arm. Für mich selber reicht alles. Mhm. Ich habe eine gute Rente, das ist kein Problem. Also, es ist eine interessante Frage. Soll man sowas machen? Vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, dass man sagt, ich will das gar nicht für mich behalten, das Geld, sondern ich will es gleich für einen guten Zweck spenden. Ja. Warum eigentlich nicht, frage ich mich gerade. Ja. Wenn man mit sich im Reinen ist. Eben, ich bin mit mir im Reinen. So, und wenn man sicher ist, das schadet mir nicht. Ich kann das irgendwie so als Job abziehen. Eben, ja. Dann wäre, finde ich, moralisch eigentlich dagegen gar nichts zu sagen. Ja, das meine ich auch. So, jetzt überlege ich mir gerade, Ute, warum muss es denn gleich diese super krasse Nummer Domina sein? Warum fängst du denn da nicht mit Telefonsex an? Weil ich es im Grunde eigentlich gar nicht machen will. Aber dann, wenn ich dann mehr Geld verdiene, dann habe ich es doch besser. Ist doch einfacher. Und du willst es im Telefonsex, da brauche ich viel Zeit und ich habe die Zeit bringe ich. Ja, was meinst du, wie viel Zeit du brauchst, wenn du als Domina arbeitest? Das geht nicht rapzapp. Das dauert aber Stunden und Stunden, wenn du die Meisterin bist. Ja, aber ja. Das ist doch dann egal. Aber so bin ich am Telefon ewig. Ich bin hier in einem Haus. Ich habe mein Sohn hat das Büro im Haus. Mhm. Es sind meine Enkelkinder da und. Und ja, brauche ich viel Zeit und da kann ich nicht einfach da unter dem Telefon sitzen, mit dem Telefon Sex machen. Ja, hör mal. Also nochmal gesagt, wenn du als Domina arbeitest, brauchst du auch Zeit. Aber dann gehe ich ja weg. Dann bleibe ich ja sowieso nicht im Haus. Aha, ja, dann musst du aber auch mal ein Studio haben, wo du die Leute hinbestellst. Da brauchst du viele, viele Gegenstände. Das kostet alles als Grundinvestition. Ach so. Naja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja. Deshalb, das ist ja egal. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Ich würde mal mich von der Madame Monique prüfen lassen, ob es überhaupt geht. Ja. Das weiß ich gar nicht, gerade mit dem Alter und mit allem. Das ist ja alles. Ja, vielleicht geht das in dem Alter gar nicht mehr, weiß ich nicht. Ist vielleicht da gar nicht so einfach. Ich habe auch Menge weiß es nicht. Also, wie gesagt, mit dem Telefon finde ich eigentlich die harmlose Variante, das auszuprobieren. Ja, sicher. Ja, da kannst du auch sehen, ob du überhaupt dazu fähig bist. Ja, ich weiß es auch gar nicht, ob ich es kann. So, gerade hast du im Nebensatz gesagt, eigentlich will ich es ja gar nicht. Ja, im Grunde habe ich da, will ich es nicht, aber ich meine. Ich sag dir eins, es ist absolut ehrenwert, sich für Sachen einzusetzen und für arme Menschen. Da gibt es gar nichts zu reden. Aber die Grenze ist da, wo man sich selbst zerstört. Das habe ich ja nicht im Sinn. Nein. Das würde ich ja sowieso nicht machen. Im Sinn hast du es nicht, das ist mir klar. Aber ich mache nochmal darauf aufmerksam, das musst du im Auge behalten, dass du selbst keinen Schaden davon trägst. Also moralisch habe ich da eigentlich keine Bedenken. Ja, ich auch nicht. Ich streiche das eigentlich mal weg, habe ich da auch keine Bedenken. Wenn du mit dir im Reinen bist und das machen würdest wollen, mach es. Ja. Aber wie gesagt, fang doch erstmal klein an. Fang du erstmal klein an, Telefon. Du wirst ein Zimmer in deinem Haus haben, wo du mal in Ruhe ein paar Stunden am Tag telefonieren kannst. Und wenn es eine Stunde wäre. Ja.
Ich will dich ja jetzt nicht hin. Das ist schon mal eine gute Idee, wenn du mir das sagst. Ja, ich will dich jetzt, ich weiß Gott, nicht animieren. Aber wir reden, wir diskutieren ja deine Fragestellung. Mhm, ja klar. Ja. Also so eine ungewöhnliche Fragestellung habe ich auch noch nie gehört, muss ich dir sagen. Jetzt passe mal auf, du, ja. Aber kriege ich dann von dir trotzdem die Adresse von der Vatermusik oder von der Frau, die da angerufen hat? Das müssen wir jetzt mal nachforschen, wie wir das, also Madame Monique weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung, wo die ist. Wir gucken mal nach und wir werden uns bei dir nochmal melden. Ja, alles klar. Ja? Domina, vielen Dank. Jetzt, ihr sagt nicht Domina zu mir. Domian. Voll lauter Domina. Ich bin doch nicht so weit. Ja. Ich bin nicht die Domina. Ich ja, bin nur der Domina. Ja. Ute. Vielen Dank für... Alles Liebe, alles Gute und ich wünsche dir die richtige Entscheidung. Danke. Ja, tschüss. Bitte von mir erfahren. Ja, bitte. Wenn du etwas machst, mail. Nein, du bist übrigens sehr gut. Ich gucke dich so viel wie möglich an. Das ist ja nett von dir, aber bitte mail uns, dann halt uns auf dem Laufenden. Bitte? Ich sag, bitte schreib uns oder maile uns und halt uns auf dem Laufenden. Ja, das sowieso. Das okay. Wirst du erfahren von mir. Okay. Wiederhören, tschüss. Außerdem spendet ihr nichts für Afrika, wenn ich euch drum bitte? Doch, klar. Hör mal, was ich auch noch habe. Ich bin Alkoholikerin und mache Selbsthilfegruppen. Ja. Oder eine Selbsthilfegruppe bei uns. Also du bist eine sehr aktive Frau. Du bist aber nicht mehr Alkoholikerin. Du bist trockene Alkoholikerin. Trocken, ja. Okay. Okay, Ute, wir hören voneinander, okay? Ja, alles klar. Okay, tschüss. Das ist ja nun ein interessantes Problem. Oder eine interessante Idee. Das habe ich wirklich so noch nicht gehört, wie die Ute es gerade beschrieben hat. Ich bin gespannt, was das wird. Hier ist Michael. Und Michael ist 31 Jahre alt. Hallo, Michael. Ja, genau. Hallo, Michael. Hast du gerade mitgehört? Ja, ich habe mitgehört. Wie findest du das? Was die Ute will oder was sie überlegt? Ja, ich fand's krass. So. Wie würdest du es beurteilen, wenn sie es täte? Also ich weiß nicht, ist so ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Die so auf der einen Seite will sie helfen, auf der anderen Seite ist es so ein bisschen zwielichtig. Also ich finde es ganz komisch. Also ich finde es ein bisschen suspekt. Ja, suspekt. Ja, okay. Einigen wir uns auf suspekt. Ja. Okay. Aber jetzt zu dir. Ja. Also mein Problem ist meine Frau. Mhm. Das ist jetzt in den letzten Wochen eigentlich immer schlimmer geworden. Sie hat Angst davor, Falten zu bekommen. Falten? Ja. Wie alt ist denn deine Frau? Meine Frau ist 30. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt im September 3 Jahre verheiratet. Mhm. Habt ihr Kinder? Ja, jetzt ein Sohn, der ist jetzt seit gestern 1 Jahr und 6 Monate. Mhm. Und da habe ich auch ein bisschen Angst. Also das... der das so mitkriegt. Also sie ist wirklich teilweise jetzt in den letzten Wochen fast depressiv. Weil sie Angst vor Falten hat. Ja. Hat sie denn schon 2,5 Falten? Ja, so Lachfalten halt. Aber die hatte sie auch schon mit 18. Also, ja. Also ist das sie sagt, dass die, sie hat das also von klein auf von ihrem Vater eigentlich so mitbekommen. Die Lachfalten? Nein. Dieses, dass es schlimm ist, dass wenn Frauen falsch sind. Achso, weil der Vater so drauf ist, Frauen müssen immer, oder Leute, Menschen müssen immer schön und glatt sein. Und also er zwingt mich, aber er sagt seiner Frau, also meiner Schwiegermutter halt auch immer, sie soll mehr essen, damit was kräftiger wird, damit man die Falten nicht so sieht. Ist denn die Schwiegermutter geliftet? Nein. Das nicht? Ja, aber das ist auch nur, weil sie, sag ich mal, nicht das Geld dafür haben. Sonst denke ich. Redet deine Frau denn schon davon, dass sie sich liften lassen möchte? Nee, sie hat ja auch noch nicht wirklich Falten. Also und. Nee, man kann, es gibt ja Leute, die lassen sich schon mit Mitte 20 irgendwie, machen die ein Face-Lifting oder lassen sich irgendwas unterspritzen oder so. Gegen. Da ist sie gegen? Ja, ja. Also das Problem ist eigentlich, also erstens, dass sie Angst davor hat, dass ich sie mal verlasse. Weil sie Falten hat? Genau. Mhm. Für eine jüngere oder irgendwie eine knackigere Frau irgendwie. Und was aber jetzt, wir haben das Problem ja schon länger und ich kannte das auch schon, bevor wir verheiratet waren. Mhm. Aber was jetzt so ein bisschen aufgekommen ist, dass sie sagt, also sie weiß das auch selber, dass das blöd ist. Mhm. Weil wir werden ja alle alt. Ich werde alt, ich krieg Falten. Mhm. Aber jetzt in letzter Zeit sagst du ja irgendwie so, sie macht alles kaputt. Dadurch, dass sie depressiv ist. Mhm. Ne? Also vielleicht steckt da ja noch viel mehr hinter als nur die Angst vor den Falten. Ja. Was denn zum Beispiel? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist eine.
irgendwie eine sehr tiefe Unzufriedenheit da ist, eine Melancholie, eine Traurigkeit, wie immer die auch begründet sein mag, dass es nur in den Falten zum Ausdruck kommt. Ja, das glaube ich nicht. Also weil das wie gesagt von dem Vater schon seit Ewigkeiten. Findet sie es denn, wenn ihr so ganz sachlich redet, findet sie es denn so objektiv gesehen auch? Ja, unsinnig? Ist objektiv gesehen unsinnig, natürlich. Mhm. Ne? Sie weiß ja, dass jeder alt wird. Und sie hat auch immer gesagt bekommen, ja, wenn Männer Falten bekommen, das ist interessant. Und Frauen sind alt und hässlich. Ja, aber sie ist jetzt auch keine 16 mehr und 17 und ist eine erwachsene Frau. Hat sich aber entsprechend noch nicht so abgenabelt und emanzipiert von ihrem Vater. Nee, nicht wirklich. Offensichtlich nicht. Also das ist auch heute ja noch so, ne? Bei ihrem Vater. Hat sie denn heute Angst, wenn sie ihrem Vater gegenübertritt, dass der sie schon mit Argusaugen anguckt? Nein. Das nicht. Also es ist auch nicht so, dass ihr Vater sie jetzt kritisieren würde deshalb. Mhm. Aber ihr Vater kritisiert seine Frau. Mhm. Der Vater hat das quasi in sie reingepflanzt und das ist jetzt da. Und sie kann damit nicht richtig umgehen und sie wird es nicht los. Ja, also objektiv gesehen sagt sie, es ist Unsinn, aber sie kommt nicht dagegen an. Ja, genau. Also so Sachen, sie macht kein Licht an im Flur, weil wir dann Spiegel haben. Welche Falten? Immer kontrollieren, dann aber trotzdem, also hat immer den Zwang, dass sie aber immer mal gucken gehen muss. Verstehe. Da, wo sie meint, wo jetzt eine Falte entstehen könnte, ob da was mehr geworden ist. Und wehe, es ist dann ein bisschen was mehr geworden, dann ist die Stimmung dahin. Ja, das ist immer so phasenweise. Mhm. Also dann. Und du hast den Eindruck, dass es schlimmer wird. Also diese Hysterie. Es ist ja eine Hysterie. Da muss irgendwas gegen gemacht werden. Mhm. Ich weiß aber nicht was. Ich weiß auch nicht, wie ich ihr da helfen kann. Also ich sage ihr immer. Nee, offensichtlich reicht da. Ich glaube, das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, indem man sagt, ich nehme dich so, wie du bist und mir ist das scheißegal, wenn du Falten hast. Wenn jemand da so drin ist und da so besessen und hysterisch fast veranlagt ist, kann man den mit Ratio nicht erreichen. Ich würde dringend eine Beratung, eine Therapie empfehlen. Also hat sie auch schon mal gemacht. Das war aber eigentlich der Ursprung da, dass sie bei dem Psychologen war, weil sie im Beruf auch ziemlich Stress hatte. Mhm. Das ist ja jetzt weggefallen, seitdem der Kleine da ist. Mhm. Und jetzt hat sie auch irgendwie so ein bisschen mehr Zeit nachzudenken. Mhm. Ne? Aber ich fand, als sie bei dem Psychologen war, das hat auch nicht wirklich was gebracht. Ja. Also, was sie mir immer erzählt hat, dass sie halt so erzählt, dass er immer gefragt hat, so ja, was sie so erlebt hat und wie es war und so und hat im Grunde immer nur zugehört. Ja, das kommt doch an, was für ein Psychologe es ist und es kommt auch an, welche Schule der vertritt. Mhm. Da muss man natürlich suchen. Ja, und ich weiß auch nicht, ich kann ja auch nicht einfach sagen, so jetzt sucht ihr mal aus dem Branchenbuch oder was weiß ich, einen Psychologen raus. Mhm. Da weiß man hat da irgendwie immer so das Gefühl, ja, man weiß gar nicht, an wen man da gerät. Ja. Ne? Ja. Oder wer kann da helfen? Oder in der Tat ist das ein großes Problem, aber dieses Problem hat man natürlich bei Ärzten auch. Mhm. Ne? Ja, klar. Das heißt, man muss sich da wirklich, man muss eine richtige Recherche machen und rumsuchen. Insofern ist es vielleicht gar nicht so unklug gewesen, dass du hier anrufst. Das war auch eigentlich meine Intention, ne? Dass ihr da vielleicht euch ein bisschen besser auskennt. So einen kleinen Anstoß können wir dir gleich geben. Mhm. Da kannst du dir ein paar Sachen notieren, aber dann müsst ihr dennoch weitersuchen. Das ist dann erst der erste Schritt. Mhm. Ich finde, dass sie das tun sollte, unbedingt. Mhm. Also ich glaube, sie auch schon überredet dazu. Achso, weil ich glaube, dass sie das nicht alleine schafft und dass ihr das gemeinsam auch nicht schafft. Ja. Ich habe jetzt letzte Woche mit ihr gesprochen und habe gesagt, da musst du was gegen machen. Ja. Das geht nicht. Also du kannst nicht einfach so jetzt weiterleben damit. Das wird nur noch schlimmer. Ja, das ist eine Spirale. Das schraubt sich immer höher. Wir machen es so. Du legst auf, meine Psychologin, die Anja, ruft dich an und dann kann sie dich ein bisschen aufstatten mit einigen Informationen. Mhm. Alles klar. Alles Gute, mein lieber Michael. Tschüss. Tschüss. Hinweis auf morgen, ihr Lieben. Morgen heißt unser Thema Geschichten aus der Dunkelheit. Ich möchte gerne mit euch reden über die Nacht, über die Finsternis, über die Dunkelheit. Was ihr im Dunkeln schon Schönes, Schauriges, Grauenhaftes, Bizarres, Erotisches, Besonderes erlebt habt. Wenn ihr so an Dunkelheit denkt, auch hier so an diese Formulierung Geschichten aus der Dunkelheit, was fällt euch da sofort ein?
Was kommt euch da sofort in den Sinn? Das können ja, wie gesagt, schlimme Sachen sein, es können aber auch ungewöhnliche Sachen sein. Ich hatte mal eine Anruferin vor einiger Zeit hier, die mir noch sehr in Erinnerung geblieben ist. Die ist in der Nacht immer quasi in die Rolle einer Katze geschlüpft. Das war nicht witzig und das war auch nicht als Spaß gemeint, sondern das hat diese Frau sehr ernsthaft so für ihr Leben betrieben und sich dafür entschieden. Sie hat in der Nacht immer ein Katzengewand angezogen und lief als Katze in der Rolle, also sie in die Rolle einer Katze geschlüpft durch ihren Garten und fraß oder aß dann auch aus seinem Katzennapf. Und das war ihr Leben. Sie wollte auch gar nicht mit meiner Psychologin sprechen, sondern sie wollte mir das einfach mal erzählen. Das hat mich sehr beeindruckt. Das war eine ganz ungewöhnliche, ganz bizarre Form des Lebens, die mir persönlich eingefallen ist, als wir uns für das Thema entschieden haben, Geschichten aus der Dunkelheit. Also wie auch immer, wenn ihr gerne mit mir morgen über dieses Thema Dunkelheit, Finsternis, Nacht sprechen wollt, dann mailt vielleicht heute schon unter domian@rde plus Telefonnummer, aber ihr könnt morgen auch eine Stunde vor der Sendung anrufen und natürlich auch während der Sendung. Hier ist Jasmin. Jasmin ist 23 Jahre alt. Hallo Jasmin. Hallo Jasmin. Hi. Hörst du mich? Ich höre dich sehr gut. Das ist schön. Ich höre dich auch sehr gut. Schön. Was ist der Grund deines Anrufes, Jasmin? Also, ich denke mal, der ist ziemlich banal an für sich. Und zwar, mein Freund geht mir fremd. Das ist schon mal nicht banal. Das finde ich schon sehr traurig und schmerzhaft für dich. Es ist traurig, aber ich denke, das kommt bei vielen Paaren vor. Das stimmt allerdings, ja. Wie alt seid ihr? Nicht wie alt, sondern wie lange seid ihr zusammen? Lang schon. Wir sind, lass mich nicht lügen, 2 Jahre. Ja? Wie alt ist dein Freund? Der ist 26. Ja. Der geht ja fremd. Ja. Und das ist sehr gut, glaube ich. Wie bist du ihm auf die Schliche gekommen? Also das erste Mal war so, dass Hallo? Ich ihn halt erwischt habe. Ich muss jetzt kurz überlegen, das war so oft schon. Also das erste Mal war so, dass ich bei ihm in der Wohnung war, hab da irgendwie gespielt oder so und da wollte irgendwie Verwandte besuchen gehen. Hat sich schon fertig gemacht und ist dann einfach rausgegangen. Wir haben uns ganz normal verabschiedet. Jasmin, eine kleine Bitte. Ich sag sonst den Leuten, die sollen ganz nah ans telefonierst du mit deinem Handy? Ja, mit dem Handy. Es blubbt immer so und knackt so. Wenn du vielleicht das ein bisschen drehst, das Handy, vielleicht klingt es dann sauberer. Erzähl einfach mal weiter, das erste Mal, als du ihn erwischt hast. Besser jetzt? Erzähl mal, dann werde ich es merken. Okay, und dann ist halt rausgegangen aus der Tür und also er wohnt erst Etage, also praktisch mit dem Boden gleich. Dann habe ich halt so komische Geräusche gehört. Also kam mir schon Spanisch vor, ich weiß nicht. Also irgendwie aus dem Instinkt heraus bin ich einfach rausgegangen und habe gesehen, da wie er ein Mädchen da umarmt hat, also hochgehalten hat und sie von der Tür wegbewegt hat. Also sie wollte in die Wohnung rein und wusste anscheinend, dass ich in der Wohnung bin. Und hat sie dann halt hochgetragen, mit Gewalt ein bisschen sogar. Und hat sie da weggeschoben oder weggeschubst, ich weiß nicht jetzt, was sie sagen soll. Und die anderen Male, klar, paar SMS, also ich darf an seinem Handy nicht ran. Ja. Das ist absolut tabu. Er hat da wirklich einen Tick. Und ich finde einfach, wenn man vor allem zusammen ist, man ist intim, man vertraut sich, also man soll das ist ja Vertrauen ist ja die Basis. Ja. Und müssen wir gar nicht drüber reden, dass das natürlich dann nicht vorkommen dürfte. Was vermutest du denn, wie oft er dir schon fremdgegangen ist? Oh, 20, 30 Mal. Wie bitte? Ja. 20, 30 Mal? Wie genau, vielleicht auf 40, ich weiß es nicht. Also so also diese Zahl 20 könntest du fast belegen. Ja, die könnte ich fast belegen. Weil du es immer irgendwie rausgekriegt hast. Ja, immer. Hast du ihn damit konfrontiert? Ja, habe ich auch. Es ist so, also Domian, er ist sehr bekannt, ne? Also da, wo ich herkomme und die Nachbarstädte, also sehr gut aussehender Typ ist das, kein Gramm Fett, also der ist total eitel, ne? Und trainiert jeden Tag, also der sieht wirklich gut aus, ja, ne? Ja. Ist auch an für sich ein ganz korrekter Mensch, hat wirklich viel auch auf dem Kasten und so. Ja. Und die Frauen, die sind wie Hunde bei ihm. Also an für sich kenne ich das so, dass die Männer bei Frauen Schlange stehen.
ja? Mhm. Bei ihm ist es genau umgekehrt. Mhm. Also ein richtiger Womanizer, wie man so ja, sagt. Ja, mhm. Hoch 10 würde ich sagen. Das ist noch also, ich, um diese wahnsinnige Zahl festzuhalten, ja. Frage ich nochmal, du bist ja wirklich ganz sicher, dass das mindestens 20 Mal passiert ist schon? Mindestens. Hat er sich dafür bei dir entschuldigt? Mhm. Da kann man sich gar nicht mehr... Der, ja, verbal. Aber das kann man schon gar nicht mehr entschuldigen. Mhm. Die andere Frage ist, warum machst du das mit? Ja, die Antwort ist ja wohl eigentlich ganz klar, weil ich ihn liebe. Ja, hör mal. Vor allem habe ich da noch ein Problem, und zwar, also ich bin Türkin, mhm. muss ich dazu sagen, mhm. und bin halt 23 und ich habe letztes Jahr meine erste richtige Erfahrung gesammelt, mhm. und zwar mhm. mit ihm. Ja. Also ich bin mit ihm zum ersten Mal intim geworden, mhm. und er hat mir das schon so eingeredet, ja, der sagt, ja, einen besseren Liebhaber, sag ich mal, also der benutzt jetzt andere Wörter, mhm. findest du eh nicht. Also ich bin da richtig schon, wie soll ich sagen, verkrampft, möchte ich schon fast sagen, mhm. dass ich da irgendwie, also ich denke, das macht wirklich süchtig auch. Mhm. Also, ich will da nochmal die Frage, nochmal, auch dann mit dem Entschuldigen. Bekennt er sich dazu, dass er das tut? Wenn ich ihn damit konfrontiere und er sieht, dass ich halt auch Beweise habe, also zum Beispiel Handynummer oder ja. Weiß nicht. Dann ja. Keine Ahnung. Ja, ja, klar, natürlich. Wie will er sich denn da rausreden? Ja, wie stellt er sich denn dann dazu? Sagt er, es tut mir leid, Schatz? Sagt er, es kommt nicht wieder vor? Sagt er, ich bin halt so? Was sagt er? Also er sagt, du bist die Frau, die jeden Tag an meiner Seite ist. Du kriegst alles mit an für sich. Mhm. Sagt, ich bin ein Ficker, sagt er. Mhm. Wenn ich dieses Wort mal jetzt benutzen darf. Also nach dem Motto, du wirst von du, mir... Du sagst ja, das sind halt Schlampen oder Huren, was auch immer, ne? Die kommen und gehen, aber du bist diejenige, die jeden Tag bei mir ist. Ja, so, Jasmin, pass mal auf. Das würde ich nicht mit mir machen lassen. Und hundertmal, Liebe, das würde ich nicht mit mir machen lassen. Der hat überhaupt keine Achtung vor dir. Aber es ist ja nicht so, dass er mir das nicht zeigt. Dennoch, wenn du das machen würdest, was wäre dann? Wenn du mit so vielen Jungs fremdgegangen wärst, hätte der dich längst auf den Mond geschossen. So. Ich finde das beleidigend. Ich finde das verletzend. Also wenn ich du wäre, würde ich mich so verletzt fühlen, dass ich gehen würde. Es sei denn, er ändert sich. Das ist so leicht gesagt. Also ich weiß. Also ich bin jetzt bei ihm in der Wohnung mhm. und ich war schon bestimmt knapp 4-5 Stunden auf mhm. ihn, habe vorhin auch angerufen. Mhm. Und wenn ich mich nicht täusche, war da auch ein Mädchen im Hintergrund. Mhm. Aber weißt du, Jasmin, Dass alles so das läuft. Dumm. Ja, ich weiß. Ich habe auch. Das ist so dumm normalerweise. Ja, ich studiere, das heißt zwar nichts, aber ich, das habe ich. Oh, das hat gerade geklingelt. Jetzt musst du gehen. Nee, ich glaube, der ist gerade da. Okay, also ich habe dir alles gesagt, was ich sagen musste. Mach ja, das. Okay. Tschüss. Julian? Ja. Eine Frage. Würdest du kurz mit ihm sprechen? Oder ihm noch was sagen? Wenn er das will. Ja, Julian. Kennst du nicht aus 1-2? Bitte. Ich gebe ihm mal kurz, ja? Ich glaube, er will gar nicht mit mir reden. Hallo? Ja, er will nicht mit mir reden. Das habe ich mir schon gedacht. Hier ist Carmen. Carmen ist... Wie alt ist denn unsere Carmen? 32. Hallo, Carmen. Ja, hallo. Hallo, Carmen. Was ist dein Thema? Ja, ich war heute Abend mit einer Freundin ein bisschen auf Achse gewesen. Mhm. Und bin dann in den Swingerclub gelandet. Och, einfach mal so? Ja, was heißt einfach mal so? Hm. Es war eine spontane Idee. Ja. Und ja, ich bin... Und nu? Ja, ich bin verheiratet, habe einen Sohn von 2. Aha. Und mein Mann ist momentan beruflich unterwegs. Den Kleinen habe ich bei Freunden heute Nachmittag abgegeben, damit ich mal einen freien Abend habe. Ist denn da gerade was gelaufen, auch im Singer Club? Ja. Aber hallo. Und zwar nicht mit einem Mann, sondern mit einer Frau. Ach, zum ersten Mal? Ja. Und, wie war's? Wenn ich das so sagen darf, geil. Ja, das darfst du so sagen. Und es war ja auch ein Mann dabei, es war ja ein Pärchen. Mhm. Und ich habe den Mann also wirklich gnadenlos, so leid mir es tut, links liegen lassen. Mhm. Mhm. Der hat mich also wirklich überhaupt nicht mehr interessiert. Noch nie vorher eine Erfahrung mit einer Frau gemacht? Ja, ist schon, das heißt, ich sag mal, das Hirngespinst ist schon länger in meinem Kopf. Mhm. Das, also ich sag mal, ich gucke gern Frauen an und ich sag mal, das macht mich auch an, wenn sie
hübsch sind, einen schönen Körper haben, ja. Aber ich habe das noch nie so gesehen, dass da vielleicht doch so, dass ich das vielleicht irgendwann mal auslebe. Dass da mehr hinterstecken könnte. Ja. Wenn du das jetzt deinem Mann erzählen würdest, was wäre dann? Er hat mal zu mir gesagt, das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist, wenn ich ihn mit einer Frau betrüge. Weil da hat er überhaupt gar keine Chance, gegen anzukommen. Meistens sagen die Jungs ja, das ist das am wenigsten Schlimmste, was mir passieren könnte, wenn du mit einer Frau was hast. Aber der tickt dein Mann anders. Nee, also für ihn ist das wirklich ein Tiefschlag. Mhm. So, wie soll es jetzt weitergehen? Willst du es ihm sagen oder willst du es ihm nicht sagen? Ich bin mir nicht sicher. Wie ist die Ehe? Gut. 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 Auch sexuell eigentlich auch okay? Eigentlich auch, ja. Ja? Also ja, mit Höhen und Tiefen und allen Sachen, dass man sich aneinander gewöhnt hat, aber ist okay. Es bleibt halt manchmal durch den Kleinen auf der Strecke. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? Verheiratet sind wir jetzt im Jahr 2,5 Jahre. Ja. Zusammen sind wir seit 2000. Ja, ist auch noch nicht so wahnsinnig lange. Nee, das ist wahr. Mhm, ja. Ich habe lange gesucht und habe dann doch noch was gefunden. Ist natürlich jetzt die grundsätzliche Frage, überhaupt, dass du mit in den Swingerclub gegangen bist, resultiert das so aus irgendeiner Unzufriedenheit heraus? Oder war es einfach so ein Jux, da mal mitzugehen? Nee, ein Jux war es nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Sondern? Ich denke mal, eine gewisse Unzufriedenheit ist schon da. Mhm. Weil er dich nicht so behandelt, wie du es gerne möchtest. Sexuell. Ja. 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 Hast du sie mal so gesagt? Auch kritisch mal angemerkt? Ja, das Problem ist, ich stehe halt ein bisschen mehr auf die härtere Nummer, sag ich mal. Mhm. Und er ist halt mehr so... Der Softie. Der Liebe. Der Liebe. Der Liebe, genau. Das ist natürlich ein großes Grundsatzproblem, weil du wirst ihn grundsätzlich nicht mehr verändern können, ne? Mhm. Mhm. Wäre er denn dazu zu bewegen, auch mal mit in den Swingerclub zu gehen? Das habe ich mir auch schon überlegt. Denn das wäre vielleicht eine Ideallösung. Dann wäre er dabei... Und er weiß, was passiert? Das habe ich mir auch schon überlegt, aber ich weiß nicht, ob er da mitmacht. Mhm. Er kann sich eigentlich nicht vorstellen, Sex zu haben und andere Leute gucken zu. Mhm. Und mich hat es wirklich überhaupt nicht gestört. Mhm. Im Gegenteil. Mhm. Ja, also da ist ja jetzt wahrscheinlich irgendwas bei dir so richtig aufgebrochen, ne, heute. Total durcheinander momentan. Du bist durcheinander. Mhm. Was bestimmt so zur Folge haben wird, dass du viel drüber nachdenkst und vielleicht auch das nochmal erleben möchtest. Ja. Könnte passieren, ne? Ich würde an der Stelle jetzt erstmal ein paar Tage abwarten. Gerade ist es ja noch ganz frisch. Mhm. Um mal zu gucken, in dich hineinzuhorchen, was das Erlebnis mit dir gemacht hat. Vielleicht war es ja auch nur ein einmaliges Erlebnis und schwamm drüber, das war's. Aber wenn jetzt eine neue Gier auch nach Sex ausgebrochen sein sollte, dann musst du mit deinem Mann reden. Und ihr müsst gemeinsam eine Lösung finden. Ich würde es auf keinen Fall dir raten, dass du nochmal und irgendwie da heimlich irgendwelche Nummern aufbaust nebenher. Da musst du ihn mit einbeziehen. Mhm. Jetzt muss ich dich leider ausbeziehen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber ich habe schön, dass ich überhaupt mal durchgekommen bin. So grob, glaube ich, kaum gesagt, was ich dazu sagen kann. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke gleichfalls. Tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen heißt unser Thema Geschichten aus der Dunkelheit. Bis morgen. Tschüss.